Also wir sind gegen 4.07 Uhr als Feuerwehr Heidenau alarmiert worden, zu einem Mittelbrand auf dem Schrotthof, also Schrotthandel, der sozusagen daneben, neben dem Gebäude ist. Und sind dann ausgerückt. Das erste Fahrzeug hat festgestellt, dass es nie um Schrotthandel handelte, sondern um die Galvanik-Fabrik, die zu dem Zeitpunkt schon im Vollbrand stand. Und wir konnten also schnell feststellen, dass wir mit unseren eigenen Kräften nie klarkommen und haben sozusagen die Nachbarkräfte aus der Region angefordert. Wir haben ca. 60 Kameraden im Einsatz, 20 aus Heidenau und ca. 40 aus den umliegenden Gemeinden Pirna und Müglitztal. Wir haben ja schon seit Jahren dieses Personalproblem, das wird sich schon nicht lösen, aber wir konnten hier genügend Feuerwehren aus der Umgebung heran alarmieren lassen, dass sozusagen der Manpower ausgereicht hat. Beim Eintreffen hat sozusagen die Produktionshalle, die jetzt direkt hinter mir steht, und rechts ist im Prinzip das Lager, hat schon im Vollbrand gestanden. Die ganze Halle hat im Prinzip schon wie eine Flamme dagestanden im Vollbrand. In so einer Situation muss man erstmal gucken, wo kriege ich das Wasser her. Das ist hier an der Stelle sehr schwierig. Deswegen gibt es hier Umbaumaßnahmen die nächsten Jahre. Das hat sich damals 2001 beim ersten Brand schon festgestellt, dass also die Löschwasserversorgung sehr schwierig ist hier. Und das war auch diesmal wieder so. Wir haben also draußen eine kleine Leitung, die nicht ausreicht, um so ein Feuer zu bekämpfen. Und für uns ist nur die Möglichkeit, aus der Elbe Wasser zu holen. Das war sehr schwierig und sehr zeitintensiv, weil wir müssen ungefähr 15 Meter Steilhang hier nach unten gehen. Dann gibt es hier zurzeit Baumaßnahmen an der Hochwasserschutzmauer, wo es sozusagen für uns auch noch erschwert ist, mit dem Fahrzeug ranzukommen. Und da haben wir ca. 15 bis 20 Minuten gebraucht, um erstmal eine sichere Wasserversorgung herzustellen, damit sozusagen die Trupps dann einzeln das Feuer auch sicher bekämpfen können. Also die Bahntrasse ist informiert worden, dass sie sozusagen, das Brandobjekt besteht nicht direkt an der Bahntrasse, sind noch ca. 40 Meter bis dorthin gewesen, dass sozusagen die Züge langsamer fahren. Und die Rauchsäule ist aufgrund der Thermik sehr gut nach oben gestiegen. Wir haben drüben im Stadtteil Köpitz Messungen durchgeführt, wo nichts festgestellt wurde, und machen jetzt hier an der Einsatzstelle auch Messungen. Naja, also das Gebäude war von Anfang an nicht mehr zu retten. Und wir haben sozusagen die Brandbekämpfung, dass wir die Nachbargrundstücke, also da gibt es eine Metallbearbeitung auf Nachbargrundstück, dass wir die also retten. Das haben wir auch geschafft, haben sozusagen die Löschversorgung so aufgebaut, dass wir die Nachbargrundstücke schützen konnten. Und dann sind wir zur reinen Brandbekämpfung gegangen. Ja, die Feuerwehr Pirna hat sozusagen einen Monitor auf der Drehleiter, der also fernbedient werden kann, wo kein Personal eingesetzt werden kann. Und da kann sozusagen ohne Gefahr für die Person im Brandrauch das Löschwasser aufgebracht werden. Das haben wir auch am Anfang davor, also machen wir jetzt noch und haben am Anfang das also genutzt. Also der Monitor hat den Vorteil, dass also kein Personal in den Gefahrenbereich reingebracht haben. Das andere Personal ist außerhalb des Gefahrenbereichs. Also die Wurfweite der Streurohre wurde ausgenutzt sozusagen, um die Brandbekämpfung effektiv durchzuführen. Wir machen jetzt Restablöschung, also wir versuchen jetzt an einzelne Feuerpunkte heranzukommen und die abzulöschen, und dann werden wir sehen, wie wir das Löschwasser, was sozusagen durch die giftigen Stoffe kontaminiert ist, wie wir das hier am besten entsorgen können.